Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder viele kleine Telefonate, also jede Menge Telefonschnipsel, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch zeigen diese vielen kleinen kurzen Gespräche richtig gut auf, was wir da für Menschen am Telefon haben und mit welchen Callcentern wir es da wirklich zu tun haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Ja. Hallo, einen schönen guten Abend hier aus Wassern, Lea Rottenberg. Wir haben gestern mit Ihnen telefoniert. Meine Kollegin Frau Weger ist heute leider krank. Und wir haben für Sie ein paar E-Mails geschickt. Haben Sie das bekommen? Ja, aber ich habe jetzt für sowas keine Zeit. Also morgen ab 15.10 Uhr dann. Okay, alles klar. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüssi. So gehört sich's eigentlich, wie es sein sollte. Natürlich ist das hier trotzdem leider ein illegales Callcenter, ja, aber so sollte man eigentlich agieren, wenn man da jemanden von einem, also einen Kunden dran hat, der gerade keine Zeit hat. Oftmals hören wir dann ja hier gerne auch mal Beleidigungen oder so, wenn man da jetzt keine Zeit hat für den Quatsch, den die da mit einem vorhaben. Ja, bitteschön. Hallo, guten Abend. Ey, den braunen Apparat, ich bin gerade mit dem Herrn Gerold Steiner. Ja, aber ich habe gerade keine Zeit. Okay, ich brauche nur 2 Minuten von Ihrer Zeit her. Ja, nee, dann morgen, um 15.20 Uhr. 15.20 Uhr? Ja. Okay, aber lassen Sie kurz mich erklären, okay? Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Zeit. Okay, Herr. Bis morgen. Tschüss. Ja, genau das meine ich. Da wollen sie denn noch mit einem diskutieren und wollen ja dann nur kurz erklären. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann habe ich als Kunde keine Zeit. Aber es scheint die Betrüger meistens nicht zu interessieren. Ja, guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? Mhm. Mein Name ist Viktor Kaminski. Ich melde mich vom Bitcoin Traders App. Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht, stimmt? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Morgen um 16 Uhr können Sie anrufen. Morgen um 16 Uhr. 16. Okay, dann ein schönes Abend noch. Jo, tschüss. Ja, wieder so einer, der es verstanden hat. Wenn man keine Zeit hat, hat man eben keine Zeit. So, guten Tag. Hallo? Hallo? Ja. Schönen guten Tag, schön, dass ich Sie erreiche, Herr Buller. Ich bin die Beraterin der Firma Shop Online, Anna heiße ich. Sie haben bei uns eine Anfrage gestellt für das Produkt Siphonet, mit diesem Namen Thomas Bühler und dieser Telefonnummer. Ja, können Sie da schön, dass noch, Sie mal Sie da noch mal einrufen? Ja, um wie viel Uhr bitte? Um 17 Uhr. Um 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr oder heute? Weil heute haben wir um 17 Uhr schön. Wann soll ich bei Ihnen nochmal melden, bitte? Morgen 17 Uhr. Morgen 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr. Jo. Jo. Okay, mache ich. Dankeschön. Wiederhören. Also die hat sich jetzt hier tatsächlich ein bisschen so angehört, als würde die nebenbei irgendwas anderes mit ihrem Mikrofon machen. Ja, also wie die da reingeschnauft hat, das war ja schon echt ekelhaft. Tja. Also ich verstehe es manchmal nicht, was da für Leute sitzen und wie die da mit ihrer Telefonanlage umgehen, aber das war definitiv gruselig. Aus dem Grund habe ich das Gespräch jetzt ja auch mal noch mit drin gelassen. Hallo. Guten Tag. Hallo, Wen habe ich denn da? Вы говорите по-русски? Herr Scheidenreiter ist hier. Вам перезвонят, прошу прощения. Oh nee, ich kann so Kakerlakensprache nicht. Ah, dann müssen wir jetzt hier auf Deutsch weiterquatschen. Wann bitte, Sonja? Ja. Bye. Gute Wahl. Tja, also wieder so ein Anruf von der Marke, was soll denn das? Die rufen hier in Deutschland an. Ich melde mich auf der Webseite auch an als Deutscher. Also ich klicke an, ich komme aus Deutschland. Also Germanü muss man ja da anklicken. Und bei der Telefonnummer muss ich auch die deutsche Fahne anklicken, damit dann plus 49 erscheint. Also verstehe ich das nicht, was das jedes Mal soll. Ja, guten Tag. Здравствуйте. Thomas. Herr Puller hier am Apparat, ja?
Будьте добры по-русски. Меня зовут Арина, я специалист по препаратам. Вы не можете по-русски? Сейчас вам перезвонит тогда специалист, который с вами поговорит на немецком. Прошу прощения, ожидайте звонка. Я вас не понимаю, ожидайте звонка. Ja, also nicht nur, dass irgendwas mit ihrer Telefonanlage da auch nicht stimmt, also dieses Klinkenfiepen da drin ist, also der Stecker da vom Telefon ist irgendwie nicht vernünftig angeschlossen oder da funktioniert irgendwas nicht, ist irgendwas nicht richtig. Ja, sie labert auch einfach weiter, obwohl sie ja nur hier merkt, dass das mit der Sprache irgendwie nicht passen könnte. Ja, also schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr da irgendwas Interessantes rausgehört habt. Ihr seid ja da sprachbegabter als ich. Hey, guten Tag. Hallo? Hallo? Здравствуйте. По-русски разговаривайте, пожалуйста. Ну, я вас понял, тогда всего доброго, до свидания. Я вас банально просто не понимаю, простите. Всего доброго, до свидания. Ага. Ja, ja. Wie gesagt, also wenn ihr da irgendwas Interessantes raushört, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich weiß nicht, was das soll. Also, ja, nochmal, ich melde mich da als Deutscher an, mit einer deutschen Telefonnummer. Und die probieren es immer wieder, mit ihrer Sprache uns irgendwie hier noch was zu verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wer fällt denn da auf sowas rein? Ich meine, klar gibt es hier in Deutschland jede Menge Russen. Ist ja auch alles gut und schön, aber was soll das? Ich meine, die Erfolgstrefferquote ist ja wohl gering, dass man hier einen Russen ans Telefon kriegt und einer, der Russisch sprechen kann, oder? Also ich weiß mal nicht. Guten Tag. Guten Tag, Herr Karl. Ich rufe Finanzmarkt an, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, um Geld zu investieren. Mhm. Aber bis jetzt haben Sie noch kein Konto bei uns eröffnet. Ja, können Sie mich da morgen um 19 Uhr nochmal anrufen? Kann ich nicht. Wir haben ein Angebot nur für heute. Ja, dann tut es mir leid. Einen schönen Konto Tag noch. Wiederhören. Können Sie noch einen Willkommensbonus von mir? Ich habe jetzt keine Zeit. Morgen dann. Wieso haben Sie den Anruf beantwortet, wenn Sie keine Zeit haben? Ja, weil ich freundlich bin und das am Telefon so sage, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe. Deswegen habe ich Ihnen ja angeboten. Deswegen habe ich Ihnen ja angeboten, dass Sie morgen anrufen können. Ich kann morgen nicht anrufen, weil dann tut's mir leid. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie können es nur für heute machen. Ja, dann ist es so. Ja, ist mir egal, dann kriege ich halt nicht. Werden Sie sein. Ja, dann ist es so. Es ist Ihnen nicht egal, weil Sie haben selbst Ihre Daten hinterlassen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Und bis jetzt haben Sie nur versucht, eine Einzahlung zu machen. Welchen Teil von ich habe keine Zeit, verstehen Sie denn jetzt genau nicht? Dass Sie den Anruf beantwortet haben und mit mir schon 2 Minuten sprechen. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt für so ein Theater keine Zeit. Ich glaube, Sie haben viel Zeit und Sie können ein bisschen. Wenn Sie der Meinung sind, aber so wird es ja. Nein, wissen Sie was? So unfreundlich einfach, wie Sie sind, werde ich bestimmt nicht einzahlen. Weil Sie schon den Anruf beantwortet haben und Sie sprechen mit mir ganz mit Spaß, ja? Und sagen, dass Sie keine Zeit haben, nur damit Sie mit mir nicht sprechen werden. Aber ich. Wie gesagt, ich hatte weiß, Ihnen ja angeboten, Zeit dass Sie haben. Morgen anrufen können, aber wenn Sie das für nicht sinnvoll empfinden, aber dann können sage, wir es ja lassen. Ich sage, heute habe ich Sie angerufen, weil nur für heute haben wir Angebot. Wenn wir das ja, Angebot für haben. Morgen hätten, würde ich morgen anrufen. Aber nein, ich mache das heute. Weil ja, nur für heute können Sie haben Ihr wir heute keinen Erfolg. Worauf warten Sie dann? Was wird morgen ändern? Nicht. Ich habe jetzt aber keine Zeit. Vielleicht werden Sie morgen mehr beschäftigt sein als heute. So deswegen nee. Können Sie Ihnen heute Ihr Konto aktivieren. Das dauert nur 15 Minuten. Und morgen können Sie Ihr Handel starten. So können Sie machen. Ja, wie gesagt, ich habe. Weil ich glaube, Sie haben 5 Minuten. Und wenn Sie möchten, Sie können das für sich auch organisieren. Ja, wie gesagt, die Aktivierung dauert 5 Minuten. Die Aktivierung dauert nur 5 Minuten. Ja, interessiert mich nicht. Sie mache mit Handel, Ihnen keine Geschäfte. Ihr Handel können Sie morgen starten. Ja, ist mir und egal. Und dann werden Sie Zeit dafür haben, weil ja, Sie werden schön. Morgen Zeit haben. Ja, interessiert mich aber nicht. Sie können Ihr Interesse während der Probezeit zeigen. Deswegen
biete ich ein Festkonto an. Ja, aber wie gesagt, ich bin die unseriös. Und Sie können mit unserem Bonus für Sie Konto starten, Ihr Handel starten. Hm. Und etwas Interessantes für Sie selbst finden. Sie werden trotzdem Erfahrung in diesem Bereich und Geld gewinnen. Ich finde Sie unseriös. Sie sind auch sehr unseriös. Ja, ist so. Kann ich mitnehmen. Sie sind unseriös. Okay. Aber mein Angebot ist sehr seriös. Und wenn Sie sehr unseriös sind, dann natürlich ist dieses Angebot nicht für Sie. In Ordnung. Dann wissen wir ja Bescheid jetzt. Aber trotzdem werden Sie wie Ihr Konto aktivieren, weil Sie haben selbst Ihre Daten hinterlassen. Ja, und ich glaube, Sie dachten, dass es seriös ist und es ist seriös. Sie haben es noch nicht ausprobiert, deswegen sagen Sie so. Und Sie haben noch keine Zusammenarbeit mit uns durchgeführt. Wie gesagt, bei Ihnen werde ich nichts investieren. Sie labern ja einfach weiter und gehen nicht auf die Wünsche des Kunden ein. Damit hat sich das dann für mich auch erledigt. Das hat sich nicht erledigt. Sie haben noch kein Konto irgendwo eröffnet. Und Sie werden mit uns ein Konto haben, weil wir haben die beste Bedingungen. Und Sie können bei anderen Firmen kein Testkonto eröffnen. Das heißt, Sie können Ihr Geld verlieren. Aber bei uns verlieren Sie nicht. Also ich weiß ja nicht, was Sie sich jetzt davon versprechen, noch weiterhin in der Leitung zu bleiben. Und genau das habe ich eingangs damit gemeint. Es gibt immer wieder Betrüger, denen kann man sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ist ja auch manchmal so. Dann labern die einfach weiter und weiter und weiter. Und die hat sich ja hier besonders nicht interessiert. Also ich meine, die war ja nur so penetrant. Wer soll denn da noch Geld einzahlen? Also spätestens, wenn man auf den Betrug reingefallen wäre, wäre es doch jetzt hier zu Ende. Wenn ich der Tante sage, ich habe keine Zeit, dann bleibt's dabei. Dann habe ich halt einfach keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ich sie ihr noch irgendwie vorklatschen oder vortanzen muss. Ach, keine Ahnung, was die sich dabei einbilden. Ich weiß wirklich nicht, was die davon haben. Ich meine, die rufen mir auch einfach spontan an. Das ist ja nicht so, dass ich mich da eintrage und dann klingelt sofort das Telefon. Doch schon, auch manchmal, aber in dem Fall jetzt hier nicht. Ne, also die rufen ja einfach so an und sobald die jemanden am Telefon haben, ist das das Signal für die, dass derjenige da jetzt bis zum Schluss zuhören muss, bis die ihren Rotz da durchs Telefon gekotzt haben. Ich verstehe es einfach nicht. Also für mich ist es überhaupt nicht mehr verständlich, wer da bei diesem Quatsch noch mitmacht. Denn das, also unseriöser geht's ja überhaupt nicht mehr. Wenn der Kunde einfach komplett ignoriert wird, obwohl ich ja nun wirklich nett und freundlich gesagt habe, ich habe jetzt hier keine Zeit dafür, macht die einfach weiter. Es hat die gar nicht gebockt. Also was das soll, wie man so sein Geld verdienen soll, ich weiß es auch nicht. Also da hat man doch dann als Kunde definitiv keine Lust mehr. Tja, kann man immer nur hoffen, dass das auch im realen Leben so läuft und nicht nur hier auf dem Kanal, dass auch andere Kunden da oder Betrugsopfer rechtzeitig wach werden und nicht bei sowas einzahlen. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, hallo, hier steht Thomas Pula. Ja, richtig. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Aha, kann ich dann vielleicht morgen Vormittag anrufen, wenn Sie nicht dagegen haben? Nee, um 19 Uhr. Heute oder morgen, ja? Vormittag, Nachmittag, ja? Ja, um 19 Uhr. Okay, alles abgemacht, aber ab 19 Uhr, ja? Okay, ja. Machen wir so, ja? Dann tschüss. Bis später, danke, bis tschüss, danke sehr, tschüss, auf Wiedersehen. Also das habe ich jetzt ja auch wieder nochmal mit Absicht drin gelassen. Ich meine, ich mache ja öfters Termine, also viel, viel öfters. Das meiste davon bekommt ihr gar nicht so mit. Aber ich habe euch mal ein paar interessante jetzt hier wirklich mal aufgehoben und mal zusammengestellt. Gerade auch so, wenn ich mal einen Livestream mache oder so, kommt ja sowas oft zustande, dass ich auf Termin dann arbeite. Dass die dann halt auch wirklich passend im Livestream da anrufen, wo ich die brauche. Ne, weil sonst, jetzt klingelt ja auch gerade zum Beispiel nicht das Telefon. Und wenn man jetzt im Livestream wäre, wäre blöd, wenn keiner anruft. Deswegen mache ich da dann meistens Termine, damit es funktioniert. Aber der hat sich jetzt so angehört, als ruft er direkt von McDonald's an. Kennt ihr diese piependen Dinger, diese nervige Küche da aus McDonald's, wo alle Mikrowellen und wie heißen die Dinger, wo man die Pommes macht? Dass die Dinger da, die piepen ja da alle gleichmäßig oder gleichzeitig, wenn da irgendwas fertig ist. Genau so nervig hat sich's bei dem angehört. Macht man sich manchmal wirklich, von wo aus rufen die denn mal an? Also wirklich, irgendwo aus dem Keller bei Mc's? Ja. Hi, Lutz. Good morning. It's Chris calling you from Naga, the social trading platform. How are you? Was für ein Ding? Kannst du das mal in Deutsch ausquetschen? I'm calling you from Naga. I sent you an email in Deutsch. Vom Nuggets hier. Ich will nicht essen.
Vielen Dank. You don't speak any English at all, no? Nee. No. Okay. You read German, yes? Mm. Okay, I sent you an email in German for your documents. Can you have a look at the email for me? Keine Ahnung. Da muss man einer auf Deutsch anrufen. Just give me one second. Let me get you somebody who speaks German. One second. Just tell him I sent him an email in German. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Herr Vorhaut, letztendlich, mein Kollege hat nur gesagt, dass er Ihnen eine E-Mail gerade geschickt hat, ne? Und dass Sie einfach mal da reinschauen können. Ach so. Ja? Okay, das war's dann schon von unserer Seite, ja? Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Okay, tschüss. Also, dass der von dieser Firma angerufen hat, Naga oder wie das heißt, das bezweifle ich ganz stark. Denn das ist auch wieder eins von den seriöseren Trading-Plattformen. Die haben eine App, die bieten eine vernünftige Webseite und die sind auch lizenziert. Das ist sowas mit Social Trading. Es stimmt schon, was er da so erzählt hat. Ich glaube aber in keinem Fall, dass die Leute einfach so anrufen. Denn das war wieder ein illegaler Werbeanruf, wie so oft. Auch wenn hier witzigerweise auf einmal einer auf Deutsch dran war, ich verstehe einfach nicht, warum die einen erst auf Englisch verlutschen, wenn die doch deutsche Leute haben. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich trage mich ja nun mal als Deutscher ein. Ich muss ja da Germany angeben. Und ich muss ja auch angeben, dass ich eine deutsche Telefonnummer habe mit der Flagge, dass da +49 in diesem Feld kommt, damit ich meine Vorwahl dann danach eingeben kann. Und dann rufen die halt auf englischer Sprache an, obwohl da jemand Deutsch sprechen kann. Und ziemlich flüssig, ja. Und dann wollten die das ja auch ganz schnell wegrutschen. Also ich weiß mal nicht, was das jetzt hier für ein Quatsch werden sollte. Aber auf jeden Fall war der Anruf auf keinen Fall seriös. Und definitiv hat der auch nichts mit der Firma Naga zu tun. Denn, soweit ich weiß, arbeiten die legal und rufen nicht die Leute einfach so an, um irgendwas zu verkaufen. Hat sich jetzt hier auch nicht nach Verkaufsgespräch angehört. Der wollte ja nur, dass ich irgendeine E-Mail bekommen habe. Das ist so, ja, schon legal, dass man, wenn man dann eine E-Mail zuschickt, dass man dann den Kunden anruft und man ist dort Kunde. Das geht schon, solange man dann am Telefon kein Verkaufsgespräch mehr weiter vorhat. Weiß ich nicht, wo ich das jetzt hier genau einsortieren soll. Ja? Hallo, Sebastian? Hm? Do you speak English? Nee. Nee, okay. Mein Name ist Ryan. Ich rufe Sie aus Bitcoin Software an. Ach so. Da melden Sie sich mal am besten nochmal um 18.40 Uhr. Okay, wir rufen Sie denn? Alles klar, bis später. Ja, genau wieder das Gleiche. Der kann eigentlich Deutsch, spricht Englisch. So schlecht konnte der jetzt hier nicht mal Deutsch, ne? Also warum probieren die es denn immer erst auf Englisch? Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht habt ihr da irgendwie mal eine Antwort dazu. Diskutiert das gerne mal unten in den Kommentaren. So, ich habe euch aber mal nochmal was Interessanteres mitgebracht, und zwar wie eigentlich so eine Telefonverifizierung genau auszusehen hat. Ich erzähle euch ja hier immer von einem Double Opt-in, also von einem PIN-Code, den man am Telefon dann gesagt bekommt oder per SMS zugeschickt bekommt, und den muss ich dann in einem Feld eintragen auf der Webseite. Dann ist es ein legaler Werbeanruf, und das zeige ich euch jetzt mal hier direkt im Anschluss. Guten Tag. Sie werden im Folgenden einen Code hören, mit der Sie Ihre Telefonnummer verifizieren können. Der Code lautet 10782. Ich wiederhole, der Code lautet 10782. Wenn Sie den Code wiederholt haben möchten, so drücken Sie eine beliebige Taste. Ja, braucht man nicht wiederholt. Aber genau so muss ich das anhören, wenn eine Firma legal mit einem vernünftigen Double Opt-in arbeitet. Sowas findet man auf seriösen Plattformen. Naja, aber nicht bei solchen, die wir sonst hier immer hören. Die haben halt sowas gar nicht. Aber so müsste das tatsächlich mit exakt jeder Firma laufen, die hier anruft. Jede einzelne Firma benötigt diesen PIN-Code von mir, damit die bestätigen können, dass ich auch eben wirklich ich bin. Weil sonst könnte ja jeder die Telefonnummer einfach eintragen. Aber mit diesem Automat kann man das eben verhindern, dass man da aus Versehen fremde Menschen im System einträgt, die da gar nicht hin wollten. Ja. Jo, was ist denn da am Apparat? Nix.
Ja, hier habe ich gleich mal zwei Telefonate hintereinander laufen lassen. Das erste, da war es ja wieder richtig schön laut im Hintergrund. Vielleicht hat jemand von euch mal wieder da irgendwas verstanden. Die Frage habe ich jetzt hier in dem Video schon öfters gestellt, wer sowas übersetzen kann. Am besten immer diesen Timecode mit dazu schreiben. Bei den meisten ist in der App sowas schon mit dran, wo man bloß mal draufdrücken muss. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle hier seid, braucht ihr bloß draufdrücken und vielleicht ein paar Sekunden dann zurückspulen und dann, also ne, ein paar Sekunden zurückspulen, wo es anfängt, da nochmal draufdrücken auf Kommentar, dann steht es da dran, dann habt ihr da unten so einen Timecode, wo ihr draufklicken könnt. Dann findet man das Ganze auch. Ansonsten, Timecodes funktionieren auch, indem man, was weiß ich, wo sind wir denn jetzt hier? 19, Doppelpunkt, 50 zum Beispiel wäre jetzt ein Timecode. Dann könnte ich da direkt draufklicken und höre gleich, wo ihr meintet. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist schon Wahnsinn, ne? Und dieser zweite Anruf, den wir hier drin hatten, da war nichts zu hören. Das könnten auch sogenannte Ping-Calls sein. Also Ping-Calls sind, wo man einfach nur checkt, ob da jemand noch dran geht an diese Telefonnummer, ob man die weiterverkaufen kann. Naja, und wenn man rangegangen ist, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und die wissen Bescheid. Ja, die Leitung war weg. Entschuldigung bitte. Ne? Ich wollte mich nur kurz bei Ihnen kurz melden. Jetzt können Sie mich jetzt besser hören? Wir haben keinen Termin. Nee, um 15 Uhr, aber ich wollte mich nur kurz bei Ihnen kurz melden und fragen, damit Sie auch nicht vergessen, um 15 Uhr ist auch der Termin. Da sind Sie auch um 15 Uhr auch pünktlich auf Ihrem Computer, richtig? Ja. Super. Dann bis um 15 Uhr. Bitte nicht vergessen, Oliver Klein. Nur deswegen wollte ich mich kurz melden. Ich bitte auf Verzeihung, ne? Mhm. Okay, dann bis später, ne? Bis später. Ciao. Ciao. Ja, die Aufzeichnung war jetzt hier leider ein bisschen Schrott, aber das war tatsächlich, ja, klang jetzt erstmal höflich, dass der anruft und sich rückversichert, dass ich dann auch telefonisch zu der Zeit erreichbar bin, wie er mich anrufen möchte. Das ist ja soweit erstmal alles so gut, so schön. Nur er hat ja gleich noch sichergestellt, dass ich da auch wirklich schön am Computer dann sitze. Am besten ist der Computer denn schon an ist. Der war doch schon ein bisschen feucht im Schlüpfer. Der wollte unbedingt jetzt hier verkaufen und da hat er seinen Verkauf nochmal abgesichert, dass die Person, die er da erreichen will, die den Termin gemacht hat, auch wirklich zu der Uhrzeit da ist. Aber ganz im Ernst, warum ruft man dann 2 Stunden vorher an, um zu fragen, ob man dann 2 Stunden auch später wirklich da ist am Termin? Das macht wiederum keinen Sinn. Denn wenn ich einen Termin ausmache, dann mache ich einen Termin zu einer bestimmten Zeit aus und will dann nicht nochmal vorher angerufen werden. Tja, weiß ich nicht. Der hat sich jetzt hier wahrscheinlich einfach nur schon auf meinen Verkauf gefreut und war schon ganz hibbelig. Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Gödeke vom... Ja, und sowas verstehe ich immer überhaupt nicht. Ja, Gödeke vom, weiß ich nicht, es hat jetzt nach irgendwas mit Verlag geklungen. Die wollte doch bestimmt mal wieder eine Zeitschrift loswerden. Schade, dass die nicht dran geblieben ist. Ich frage mich immer, warum denn die Leitung auf einmal plötzlich weg ist. Ich meine, es kann ja nun nicht sein, dass jetzt ständig irgendwo eine Telefonleitung abreißt. Also bei mir liegt es eigentlich nicht dran. Also, ich bin mir jetzt hier keiner Schuld bewusst, dass hier technisch irgendwas nicht funktioniert. Eigentlich funktioniert ja alles. Wenn ich es privat immer mal wieder ausprobiere, funktioniert alles perfekt, da ist gar nichts mit. Es kommt vielleicht davon einfach, weil die von irgendwo anrufen über 20 VPN-Server, um ihre Identität zu verschleiern. Dadurch kann es vielleicht natürlich kommen, dass da das ein oder andere Mal irgendwas abbricht, weil so VPN-Tunnel, die sind auch in der Regel ein bisschen langsamer als die normale Internetleitung. Wenn man die genauso schnell haben will wie die eigene Internetleitung, dann musst du da so richtig schön ins Portemonnaie greifen. Ja, wie überall so halt, ne? Aber schade. Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kerner vom Gewinnspielservice. Ich hätte gern Sebastian Sprüse angesprochen. Der ist jetzt gerade nicht zu Hause. Um 15.30 Uhr könnten Sie das da mal probieren. Um 15.30 Uhr. Okay, dann machen wir das. Ja, und mit wem spreche ich jetzt? Das ist egal. Und das ist doch aber seine Telefonnummer, oder? Ja. Wohnen Sie da zusammen, wenn ich mal fragen darf? Mhm. Ach so, okay. Gut, dann machen wir das. Ich danke Ihnen erstmal, ja? Okay. Tschüss. Also, dass die sich beim Namen vorlesen, da nicht selbst blöd vorgekommen ist. Also, die nette Dame hat sich leider nicht an ihren Termin gehalten und hat sich dann hier nicht nochmal gemeldet. Ich find's ja wirklich sehr, sehr schade. Da hat man doch das ein oder andere Mal dann doch mal wieder was anderes dran.
Aber es war der Gewinnspielservice. Welches Abo haben wir denn da vergessen zu kündigen? Ja, wir wissen ja, wie es weitergeht. Es ist schon irgendwie wahnsinnig, was es da so alles für Betrugsmethoden und Maschen gibt und dass die alten Methoden immer noch mal wieder auftauchen, obwohl die eigentlich schon 1000 Jahre nicht mehr zu sehen waren. Manchmal rufen sie dann doch wieder an. Bei diesem Gewinnspielquatsch. Da werde ich euch auf jeden Fall mal so aufklären. Zahlt da nichts, wenn die was von euch wollen. Die Geschichte, die da jetzt erzählt wird, ist meistens, ihr habt vergessen, ein Abo zu kündigen, wo man erstmal bei einem Probeschnupper-Monat dabei war und mal ausprobieren konnte und dann hat sich's automatisch kostenpflichtig in irgendein Abo verwandelt, was jetzt ganz böse Geld von euch haben möchte. Aber jetzt kommt die Rettung. Wir machen's anstatt 12 Monate nur 3 Monate. Wir können's ja reduzieren, weil wir so lieb und nett sind. Dass man aber jetzt erst hier in ein Abo eingeht, das verraten die da selten. Schade ist, dass man solche Betrüger auch nie so richtig lange an der Telefonleitung halten kann, weil diese Gewinnspielbetrüger, die haben immer so nur so ein Zeitfenster, weil die rufen tatsächlich aus Deutschland an. Und in Deutschland ist ja Zeitgeld, ihr wisst's ja. Im Ausland kann man sich ein bisschen Zeit leisten, das ist ja nicht so schlimm, wenn man hier mal eine Stunde auf meiner Warteschleife rumgammelt und nix macht da bei sich dann Betrüger-Callcenter. Aber die deutschen Betrüger-Callcenter, die arbeiten nach Zeit. Da hast du nicht mehr als 5 Minuten. Sobald man da schon so in Richtung 5 Minuten geht, werden die extrem hibbelig am Telefon und da kann es dann sogar sein, dass sie sowieso einfach mittendrin auflegen und zum Fragen beantworten haben die auch noch nie Zeit gehabt. War leider immer so, wird leider immer so bleiben bei diesen Betrügern. Schade, aber vielleicht kriegen wir da auch irgendwann mal ein längeres Gespräch hin. Ich bin auf jeden Fall dran, ich versuche von diesem Betrüger oder von dieser Betrügersorte auf jeden Fall noch mehr Anrufe zu kriegen. Aber irgendwie kaufen die sich gerne so Datensätze auf, die uralt sind, weil Sprühsahne ist schon 100.000 Jahre her, wo ich das mal eingetragen habe. Deswegen legen die dann vielleicht auch einfach auf, wenn die so einen Namen sehen. Mittlerweile sind es ja eher nur noch seriösere Namen, die ich dann da eintippe, also bei solchen Seiten auf jeden Fall, wo ich vermute, dass sowas kommt. Aber die rufen dann gerade nicht an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich arbeite dran. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Sprich mit Manuel. Das ist der Vorname. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Mein Name ist Gerard. Sie waren bei uns angemeldet für unser automatisches Online-Handelssystem. Ja, wer denn? Fragen stellen sind da irgendwie immer nicht erwünscht. Sobald man mal eine Rückfrage stellt, sind die Betrüger eigentlich schon komplett raus und wissen gar nicht mehr, was sie dazu antworten sollen. Manuel Puffelchen wäre hier der richtige Name gewesen, aber ist halt so, wie es ist. Ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht, beziehungsweise noch eine Automation mitgebracht. Ich habe noch so ein Schnipsel gefunden von einer anderen Firma, wie es eigentlich laufen müsste, wenn man sich so ein Double Opt-in einholt. Ihr persönlicher Code lautet 9619. Ihr persönlicher Code lautet 9619. Richtig. Kurz, knackig. Hier war es vielleicht nicht so wie bei dem anderen, was wir vorhin hatten. Aber das reicht aus. Wenn man diesen Code jetzt hier eingibt, also die paar Zahlen, die da durchgesagt werden, auf der Webseite, dann ist eine Werbeerlaubnis zustande gekommen. Aber 99,99% der Betrüger hier versuchen es gar nicht erst, sich eine Werbeerlaubnis zu holen. Wie ihr es mitbekommen habt, hammert doch ab und zu mal sowas. Also ich finde schon mal die ein oder andere Webseite, die dann doch auf so Nummer sicher geht und sich eine Werbeerlaubnis holen möchte. Das sind dann aber eher so seriöse Sachen, wo man vielleicht wirklich was gewinnen kann. Aber ich kann euch sagen, wenn man Gewinnspiele oder sowas bei Google eingibt, da sind auch tatsächlich 99% nur Abfall dabei. Eigentlich ist da fast nichts, wo man denken könnte, hier kann man seriös was gewinnen. Ich habe euch jetzt mal noch ein paar Anrufbeantworter-Schnipsel mitgebracht, die ich auch wieder für ziemlich interessant befunden habe. Hi, guten Tag, das Message ist für Gerald. My name is Bailey from Global Refund. You were scammed online, Gerald. You're looking to get your funds recovered, right? Please give me a call on this number showing on your screen, okay, Gerald? My name is Bailey. Thank you.
Die scheint ja dem Anschein nach sogar verstanden zu haben, dass das ein Anrufbeantworter ist, obwohl ich mich da mit dem Anrufbeantworter nur mit Ja, Hallo melde und dann das Piepen kommt. Die meisten, die erzählen einem dann eine Geschichte oder ruhen sich ein bisschen aus, wenn sie es begriffen haben, dass man hier bei mir einen Anrufbeantworter erreichen kann und machen dann einfach gar nichts und gucken, wie lange das Band läuft. Nur dass es halt ein Endlosband hier auf meiner Hotline ist, das vergessen die halt irgendwie gerne. Und das Gespräch unterbricht halt oftmals dann exakt noch 60 oder 120 Minuten, je nachdem, wie dessen Telefonanlage eingestellt ist. Denn so Callcenter-Anlagen unterbrechen Gespräche automatisch meistens irgendwann. Schauen wir mal zum nächsten. Gerald, guten Tag. This is Bailey from Global Refund. We are trying to get through to you, Gerald. You've been scammed. We try and assist you in getting your money back. You have asked for our assistance, so we are responding to your request. Gerald, this is now my third or fourth call to you. Please give me a call back on the number showing on your screen. If you do not understand English, please send me an email in German, and I will try and Google Translate. Okay? Thank you. Also es ist schon verrückt, was man da so alles zu hören bekommt von den Betrügern. Hier geht's um den Betrug nach dem Betrug. Also hier will man uns helfen. Nur, was ich nicht verstanden habe, hi Gerold, guten Tag. Und dann macht sie auf Englisch weiter. Was war denn das? Wer soll denn das noch verstehen? Also es war wahrscheinlich die gleiche mit der Masche von vorher, nur dass sie es nochmal probiert hat. Aber es ist absolut verwirrend. Und zu guter Letzt habe ich euch noch ein Telefonat mitgebracht. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Schwan. Was möchten Sie denn? Hier spricht Emil Werner, leitender Berater. Es geht um Investitionsmöglichkeiten. Ich rufe Ihnen von Beratungsunternehmen. Wir beschäftigen sich mit Kryptowährungen und Investitionen. Jetzt haben Sie auch solche Möglichkeit, mit uns Geschäft zu machen. Wissen Sie etwas darüber? Ich investiere doch schon, brauche ich doch nicht zu. Sie investieren auf offizielle öffentliche Plattformen in Kryptowährungen, ja? Ja, ganz genau. Und sind Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden? Da bin ich zufrieden, ja. Möchten Sie noch mit jemandem investieren und jedes Monat passives Einkommen bekommen? Ich brauche nicht bei zwei Plattformen investieren, das ist ja Quatsch. Auf welche Plattformen Sie investieren? Auf Binance vielleicht, ja? Was? Vielleicht Sie investieren auf dem Plattform Binance und Bit. Oder alle Leaf, ja? Nö, auch nicht. Wieso? Auf welche Plattformen investieren Sie? Ja, aber was geht denn Sie das an, wo ich mein Geld investiere? Das ist kommen Sie denn meine Daten her? Nein, diese Information kann ich nicht benutzen. Das brauche ich nur für jetzt. Und? Ja, was? Können Sie bitte mir sagen? Oder nicht? Ja, wozu wollen Sie das wissen? Zum Beispiel, wenn Sie gerade jetzt noch auf dem Tech-Trade nicht investieren, ich kann Ihnen dort investieren anbieten. Aber mit unserem Unternehmen und mit unserer Hilfe. Dann bekommen Sie jeden Monat von 40-60% Profit. Wie heißt Ihre Plattform? Das ist nicht unsere Plattform, das ist offizielle öffentliche Plattform. Unser Unternehmen ist Beratungsunternehmen. Wir nur geben Ihnen Ratschläge. Und mit dieser Ratschläge Sie können maximales Profit bekommen. Mhm. Ja, klingt absolut unseriös. Das lassen wir mal. Nochmals bitte. Ich sage, es klingt unseriös, das lassen wir mal. Ich verstehe gar nicht, etwas mit Verbindung oder wie ich im Lautsprecher spreche. Ist ja auch, weiß ich nicht. Mir doch egal, wir lassen was halt. Okay, kann ich Ihnen alles zeigen, wo wir investieren und wie können Sie auch dort investieren? Nö, brauche ich nicht. Was wissen Sie nicht? Wenn Sie gerade am Computer sind oder machen wir das alles mit dem Handy? Hallo. Ja, was denn? Was geben, was? Ich möchte Ihnen die richtige Information geben und zeigen.
Ja, damit Sie irgendwas geben können, sollten Sie vielleicht mal anständig Deutsch lernen, weil das ist ja absolut Katastrophe. Möchten Sie ihn das lernen oder nicht? Also wenn Sie das jetzt noch nicht begriffen haben, ja, dann zweifle ich ganz stark, dass Sie da irgendwas in dem Job da zu suchen haben. Okay, tschüss, schönen Tag, bis später. Ich rufe Ihnen jedes Mal. Nö, das verbiete ich Ihnen. Immer wieder höchst interessant, dass wenn man den Mitarbeitern da verbietet, nochmal anzurufen, dass sie dann einen sagen, ja, ich rufe jetzt jeden Tag hier nochmal an. Das interessiert die überhaupt gar nicht. Alleine daran sieht man schon, mit was für einem Callcenter man da verbunden war. Definitiv nicht mit einem seriösen. Der kracht da im Hintergrund, ja, wie so oft, das Deutsch, wie so oft. Und schön, dass er irgendein leitender Berater ist, aber ja, wie wäre es denn, wenn er als leitender Berater vielleicht erstmal anständig einen Deutschkurs besucht, dass man ihn auch versteht, was er da eigentlich von sich gibt. Es ist immer wieder absolut erschütternd, dass sowas überhaupt funktioniert. Dass solche Leute dem Anschein nach irgendwie Erfolg haben. Mittlerweile haben die ja nicht mal mehr eine eigene Plattform. Jetzt will er hier irgendwas beraten, hat mir aber nicht mal gesagt, welche Plattform, wo ich irgendwie was handeln kann. Hauptsache es geht um Geld. Und letztendlich, was passiert denn? Er will mich jetzt hier beraten und dann zahle ich Geld irgendwo ein. Und wo zahle ich das ein, wenn die nicht mal eine eigene Webseite oder ein eigenes Portal zum Traden haben? Die machen sich mittlerweile nicht mal mehr die Mühe, noch eine eigene Webseite zu kreieren. Die machen einfach nur noch Callcenter und rufen die Leute an. Also noch plumper kann es eigentlich überhaupt nicht mehr laufen. Es ist der absolute Wahnsinn, wie man uns hier mit was man uns hier für Telefonaten überschüttet. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Heute war es ja mal ein kleines bisschen anders als sonst. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ansonsten wäre das Gequatsche dazwischen in den Telefonaten hier von mir nicht haben möchte. Am Samstag, also jeden Samstag, findet ihr die Kakerlaken-Partys, also unsere Videos in Form von Hörspielen, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Wer mag, kann auch hier gerne mal ein bisschen durchklicken. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.